Moin moin und willkommen zur 17. Folge von Fallout 4. Ja, wir sind jetzt aus Diamond City erstmal wieder raus. Haben das erste Mal so Hallo gesagt. Bisschen uns aufrüsten können. Schönes Baseballbett kaufen können. Aber auch natürlich ein paar Aufgaben. Zum Beispiel Baseballkarte, Handschuh und Ball oder sowas ähnliches. Und noch so einiges anderes. Na genau, hier signierter. Genau, signierte Baseballkarte, signierten Fanghandschuh und den Ball. Und ich würde auch glatt sagen, dass wir damit auch erstmal anfangen. Stimmt, und den Detektiv sollen wir auch finden. Ich würde aber sagen, wie gesagt, noch hier Baseball. Gucken wir mal. Irgendwo in diese Richtung. Moment. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Was zeigt er denn hier an? Hä? Ich, meine Jungs, die Mauer und ein paar Geschütztürme sorgen dafür, dass Diamond City sicher bleibt. Joa. Da kannst du stolz drauf sein. Jetzt bin ich gerade trotzdem irritiert. Irgendwie komme ich mir gerade ein bisschen verarscht vor. Die Anzeige sagt hier. Hä? Unter uns? Moment. Machen wir mal aus. Ist das die Anzeige für Diamond City? Kann das sein? Merkwürdig. Und welches ist jetzt das Missionsziel? Das da hinten? Anscheinend. Jupp. Alles klar. Da habe ich mich doch glatt foppen lassen. Naja. Passiert auch mal. Wobei, wir hatten doch noch. Moment, von wo sind wir denn gekommen? Gibt verschiedene Läden in der Stadt, falls du was brauchst oder loswerden willst. Ja, ist nett von dir. Und zwar, wir hatten ja hier hinten noch irgendwo ein paar Waffen und so abgelagert. Und diese Sachen sollten wir uns schon nochmal holen. Weil wenig war das jetzt wiederum auch nicht. Wenn ich mir überlege, hier sind auch noch so viele Gebäude. Auch noch Sachen sein können. Moment, das war hier drüben mit den Doppelbeuteln. Jetzt sind die weg. Scheiße. Das ist auch unser Loot weg. Du bist über den Charles River gekommen. War das überhaupt hier? Eigentlich schon. Da liegt noch eine Dose. Doc. Ritter die einfach weg. Die Dinger sind noch da. Wieso sind die Dinger noch da und das andere nicht? War das doch woanders? War anscheinend doch woanders. Dann, wo war denn das? Weil das muss doch da gewesen sein. Hier so irgendwie. Naja, mein Gott, wenn die Sachen jetzt weg sind. Wäre auch nicht so wild, muss ich mal dazu sagen. Ich meine, ne? Was? Dachte gerade schon, da liegt doch wer. Guck mal, wer ist denn hier? Oh, nett. Wie loslegen? Was habt ihr entdeckt? Oh. Das geht ja gar nicht, da müssen wir mal helfen. Pow, pow. Komm schon, Doc, helf ihm. Ich will ihn nicht treffen. Ah, jetzt komm. Das ist der Schuss. Pow. Das Karma zahlt sich aus. Siehst du die großen Lichter? Ganz genau, die sind elektrisch. Das war jetzt alles? Keine Reaktion? Ich meine, danke? Dummer Penner. Kannst von Glück reden, dass wir dir überhaupt geholfen haben. Hätten ihn mal tothauen lassen sollen. Hätten wir seinen Loot gehabt. Naja, egal. Gott, hier ist alles voll. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich wirklich als erstes hin soll. So, jetzt erstmal entscheiden. Was? Moment.
ist irgendwo eine böse Frau. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, schon möglich. Ich muss mit dem Jet aufhören. Jetzt fang mich an, durchzudrehen. Ich kann jetzt leider nicht einschätzen, ob die... Oh! Wollte gerade fragen, ob die über uns sind. Hier, Arm. Schnell. Und nochmal. Bam! Wo ist der Kollege? Hat sich angehört, als wenn der hier auf der Rechten wäre. Was ist das? Ist das ein Geschütz? Wo ist der kleine Wichser hin? Was? Ich merke mal nicht rum hier. Was ist das? Wow! Du dummer Penner! Du dummer Penner! Au! Nochmal! Und nochmal! Schieß schon! Ja. Au! Einmal heilen hier. Okay, Doc ist schon wieder oben. Au! Du dummer Saftsack! Den haben wir. Wo ist der andere? Wo ist er? Ich höre Doc auf jeden Fall nur quietschen. Ja. Und Headshot. Ah, treffen. Oh, sag immer. Ja, ich treffe aber auch nicht besser. Jetzt aber. So, Doc. Oh, das sieht aber böse aus. Oh. Ich will jetzt aber kein Stimpack verbrauchen. Da geht's dann auch schon wieder besser. Oh, man. Ah, den haben wir sogar den Kopf weggehauen. Dum. Jetzt sind wir auch schon wieder voll. Das heißt, Doc darf gleich mal wieder ran. Nee. Na komm. Geh auf. Wunderbar. Geschafft. Lululu. Einmal alles nehmen, bitte. Hey. Komm mal her hier. Oh, uns geht's aber auch nicht so gut, sehe ich gerade. Na komm. Erstmal den Schrott mitnehmen. Und dann hier so. Ah, schon voll. Schweinerei. Das ist nicht gut. Oh, wie süß. Hat er mit einem Teddy gespielt. Ist so knuffig. Wo immer er den Teddy jetzt her hat, aber egal. Spielzeugtruck. Könnte man jetzt eigentlich sogar schon fast wieder zurück und nochmal vertecken gehen. What the fuck? Streuend Lasergewehr. Einfach mal hier so drauf. Moment. Wo ist denn das? Streuend Lasergewehr 27. Naja. Jetzt sind wir schon wieder voll. Müssen wir wieder einmal ablegen. Diesmal bei Sachen, was nicht verschwindet. Ja, so viel ist das gar nicht, wie ich gerade sehe. Trotzdem weiß ich gerade nicht, was ich weghauen soll. Sowas hier ist eigentlich immer gut. Genauso wie das. Zeitungsverkäuferkappe. Ja, weg damit. Das brauchen wir nur wirklich nicht. Geflickte blaue Jacke. Na komm, weg. Okay. Dann müssen wir jetzt aber wirklich nochmal verticken. Scheiße. Das ging jetzt viel schneller als erwartet. Mann, jetzt sind wir nicht mehr weggekommen hier so irgendwie. Da war Diamond. Oder? Ich jetzt... Nee. Da müsste es sein. Naja. So viel zum Thema. Ab zum Stadion. Kurz überlegen. Das war der Baseball-Typi. Der hatte ganz viel Geld von uns. Heilung. Moment. Besorgt ihr die neueste Ausgabe von Public... Okay.
Einmal Glugi Glugi. Ich will kein Rad bekommen. Blutpaket, nee. Ja, scheiß drauf. Dann war halt ein bisschen Rad in Kauf. Meine Güte. Auch nicht die Welt. Oder Rad, wie die ja immer sagen. Ich glaub's nicht, dass so. Ich in der Mauer Dienst schieben muss. Da mag mich wohl jemand nicht. Oh, jetzt bleibt das Tor auch auf. Interessant. Sehr interessant. Mutig, mutig. So, mach hinne hier. Gute Frage, wir sind jetzt Level 12. Level 13, was könnte man da dann skillen? Entweder hacken oder... Ja, ne? Hacken oder... Oder, hey, oder? Dann was in der Zeitung, oder? Du bist Flossack hacken? Ja. Wieso? Was? Hi. Sind die alle? Dir, das ist nicht nur ein Gerücht. Wo ist er vor allen Dingen? Siedlung an der Küste. Wurde von ausgelöscht. Wanted? Wilde Ghule in Marspike-Tunnel lesen. Ein offener Brief an jeden mit einer Waffe und ein wenig Ehrgeiz. Okay. Marspike-Tunnels verstärken Aktivitäten wilder Ghule gekommen. Vorräte sind bei ihnen eher nicht zu holen, aber sie versammeln sich in der Nähe von Gegenden mit interessantem Bergungsgut. Mhm. Außerdem zaubert es ein Lächeln aufs Gesicht, die Welt von diesen Monstern zu befreien. Was ihr tötet, könnt ihr behalten. Keine sonstigen Belohnungen. Boah. Ich würde das jetzt eigentlich gerne nehmen. Ich kann das nicht nehmen. Ernsthaft jetzt? Wegen der Steuerung? Och man. Okay. Ich habe ja schon überlegt gehabt, mich mal auf die Grundsteuerung in Anführungsstrichen einzugewöhnen. Ja, eigentlich ungern, aber, ne? Ihr habt es ja immer wieder mitbekommen. Diese Probleme immer wieder. Muss ich aber nochmal einmal ganz kurz trotz allem gucken, dass ich hier jetzt auch. Guck mal, das zum Beispiel, das kann ich auf jeden Fall umlegen. So. Genauso wie das hier. Oh, springen ist jetzt da, sprinten ist da, Wetz ist da, und wo ist Ducken? Da. Okay. Gut. Schauen wir mal, ob das klappt. Bin mal echt gespannt. Erstmal total ungewohnt jetzt. Lesen. Nehmen. Aha. Oh Gott, Leute, ey, ihr habt doch echt einen Schuss, ey. Das muss man mal ehrlich sagen. So. Er ist aber immer noch nicht irgendwie hier in Sichtweite. Dann werden wir wohl mal ein bisschen sitzen und warten. Hat bitte? Was willst du damit sagen? Sarkastisch. Erzähl mir einen Witz. Ist ja irgendwie immer dasselbe. Ja. Okay. Naja, er hat ja ein bisschen was. Können wir ihn dann überhaupt andrehen? Nur Hilfsmittel wirklich? Da war ja was. Egal, auch hier müssen wir mal irgendwie ein bisschen abspecken. Machen wir mal so. 24. Ja, gute Frage, ne? Kann man den dann so feines andrehen? Süßkuchen können wir ihm noch geben. Das sieht doch gut aus. Ja, komm. So, was, wie, wo, wann? So kann man es annehmen. Zack. Alles klar. Die Leute in der Stadt erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten. Ich sage, die sollten sich mal entspannen. Ja, hi Solomon. Interessant. Den habe ich jetzt gar nicht wahrgenommen. Das heißt, der andere könnte hier auch irgendwo rumgammeln. Naja. Nein? Nein, jetzt nicht. Bloß nicht angucken. Na? Hallo? Danke.
warten. Ja, keine Ahnung. Wir warten jetzt mal 11 Uhr. Ah, wir warten 12 Stunden. Ah, 8 Stunden. Das sollte eigentlich reichen. Dumm-di-dumm-di-dumm. So, da geht auch schon die Sonne auf. Nein, lass mich in Ruhe. Ich guck dich nicht an. So, ist er jetzt da? Nö. Wo ist denn der Penner? Hallo? Bist du hier? Irgendwo? Oh. Hat er sich denn jetzt hinverzogen? Was ist da hinten? Was ist da? Wer seid ihr? Einfach nur Ansässige. Hm. Muss mich echt erstmal in die Steuerung gewöhnen. Scheiße, ey. Es ist echt unglaublich, dass man hier wirklich die Steuerung wieder auf Standard stellen muss, weil man da irgendwas nicht aufheben kann. Also das ist wirklich schon extrem hart. Donut Inn. Naja. Setz live oder so ähnlich. Hier ist ja echt noch nichts los gerade. Seid ihr alle noch am Pennen? Was seid ihr denn drauf? Ja komm, dann bloß nicht bei ihm hinsetzen. Einmal hinsetzen. So. Warten. Ja, warten wir nochmal eine Stunde. Das sollte ja... Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Ja. Das sieht doch viel besser aus. Holz mit etwas mehr Wumms? Rostfreie Stahlnägel, ich sag's dir. Nicht ganz. Wir wollen eigentlich nur deine Kronkorken. Gefertigt, jeder einzelne von ihnen. Und zwar, wir haben nämlich so viel Stiftstaff dabei. Guck mal hier. Da hast du echt deinen Spaß dran. So. Was haben wir hier? Leichtbau, Metall, Harnisch. Ja, wir hatten ja jetzt hier das Ödland-Brustteil, aber den sollten wir noch behalten. Den müssen wir einlagern. Den müssen wir auf jeden Fall einlagern. So, was haben wir hier noch? Genau, die Sachen konnten noch weg. Genauso wie das. Hm. Ist jetzt gar nicht so viel, wie ich dachte. Zumindest bis hierhin. Spielzeugtruck. Kriegt er auch noch. Kann er sich freuen drüber. Muss er jetzt auch nicht mehr jeden Scheiß mitnehmen. So, Doc. Ah, Gott, jetzt muss ich mich da erst echt mal dran gewöhnen. Hey, warum will da überhaupt jemand hin? Komm mal her. Ist doch schon ewig verlassen. Uff. Bla bla bla. Wie sie einen immer zuquatschen, ne? Echt schlimm. So. Hey, Mo. Denk daran, mit Schlaghölzern gewinnst du das Spiel immer. Jojo. Wenn es bei dem Spiel darum geht, Leute zu verprügeln. Bla bla. Na, ich schau's mir an. Einem Schlagholz gehen nie die Kugeln aus. Mann. So. Was haben wir denn hier? Ja, ich würde sagen. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Eigentlich könnten wir ihn auch schon so ein bisschen den Schrott zuschieben. Auf der anderen Seite könnten dann wiederum wertvolle Sachen bei sein. Das ist so... Nee, komm. Wir lassen das. Wir lassen das. Wir machen wirklich nur die Sachen, die wir loswerden wollen. Wie das. Das. Unsere Junkjet behalten wir auf jeden Fall. Eine Maschinenpistole kann auch weg. Hm. Sieht doch soweit jetzt ganz gut aus. Ist gar nicht so viel gewesen. Hm. Wir müssen unbedingt erstmal nach Hause, bevor wir weiter rumeiern, merke ich gerade. Hey, du bist der Vault-Bewohner, der aus der Zeitung. Okay, wir sollten wirklich mal die Zeitung holen. Doc, bleib mal hier. Hier müssen wir einmal einlagern. Hauptsache, dass wir uns bewegen können.
Jetzt. Okay, Zeitung. Ist das ein Einmal kurz die Zeitung. Hallo. Du wirst nicht glauben, worum es in der nächsten Ausgabe geht. Oh. Um mich hätten, also um uns. Ja. Hey, ne? Ned. Hey, du. Das Interview mit Piper verkauft sich wirklich gut. Hier ist dein Exemplar. Oh, danke schön. Blick aus dem Vault, Teil 1, 2, 3. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das lese ich jetzt garantiert nicht alles vor. Ich gucke jetzt einfach nochmal einmal kurz. Ach du Scheiße. Hat hier aber eine Menge geschrieben. Mann, das war ein ganz kurzes Gespräch. Was hat sie sich denn da alles aus den Fingern gesaugt? Reporter. Tiss. Ich habe Akira live gebeten. Ja, ja, geil. Na gut. So. Können wir eigentlich von hier aus schon schnell reisen oder müssen wir echt raus? Das wäre echt supi. Gucken wir mal. Ah, perfekt. Dann brauchen wir nämlich nicht extra rausladen, um dann das Schnellreisenladen nochmal mitzunehmen. Das wäre ja nun wirklich unnötig. Perfekt. Oh, erstmal dran gewöhnen hier. Alles gut hier soweit? Ich würde sagen, ja. Gucken wir nochmal eben. Sieht gut aus. Na gut. So. Einmal kurz überlegen. Hier müssen wir nochmal was reinschmeißen. Nein, Moment. Doch, den müssen wir nochmal reinschmeißen. Oder? Er hatte 100, ne? Der Standard. Aber der Helm eben halt nicht. Mhm. Bum, 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 bum. Herstellen? Nein, da. Gucken wir mal. Ballern wir nämlich den da ran. Ja. Ja. Ja, nö, ist alles soweit okay. Reparieren müssen wir den aber. Und reinschrauben. Zack. Schade, dass wir den nicht anpinseln können. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Hm. Nö, können wir nicht anpinseln. Das ist schade. Naja. So, dann müssen wir noch mal einmal die Sachen rein. Da, den Helm. Jetzt können wir mal eben einmal gucken. Okay, es ist wirklich scheißegal, wo wir das reinpacken. Kommt man auch von hier aus an die Waffen ran? Nee, also das Safe ist separat. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. So, sonst noch was? Junkjet wollte ich erstmal einlagern. Maschinenpistole kommt auch noch. Moment, nee, der Junkjet, den will ich gar nicht hier drin haben. Der hat hier gar nichts drin zu suchen. Genauso wenig wie die Knarre. Und zwar, der muss einmal rein, die muss einmal rein, der kommt komplett rein. So, immer noch eigentlich viel zu viel dabei. Ja, mal eben überlegen. Die Kampfflinte behalten wir, die Maschinenpistole kann erstmal rein, genauso wie das Impro-Gewehr, da wir im Moment den Laser nutzen. Ja, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Geil. Und die ganzen Sachen packe ich jetzt einfach deswegen rein. Nein, die Hakenklammern, das war doof. Die brauchen wir.
einfach wegen Übersicht. Können wir nicht reinpacken, genau. Lunchboxes könnte man eigentlich mal so ablegen. Hier ist nichts drin. Okay. Das sieht doch jetzt schon ein kleines bisschen besser aus. Jetzt muss man nur noch mal den Schrott hier entwerten. So wahnsinnig viel ist das gar nicht. Könnte mehr sein. Also jetzt rein von der Gewichtszunahme. Finde ich. Na komm. Noch was? Nope. Nein. 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 Immer wieder den falschen Knopf. Naja, ne? 185. Immer noch ganz schön schwer. Hä? Die Sachen konnten wir jetzt gar nicht einlagern. Oder was? Willst du mir verarschen? Moment mal. Ah ja. Das macht natürlich Sinn. Okay, okay. So, ich will jetzt hier aber trotzdem mal ein bisschen was loswerden. Das ist nämlich echt zu viel. Einfach mal so ein bisschen was rein. Scheiß drauf. Wir müssen jetzt nicht groß gucken. Einfach mal ein bisschen was rein. So. Rein, rein. Hauptsache, dass wir die Dings noch behalten. Mit X und so, genau. Davon können wir auch noch ein paar reinpacken. Also wie das. So. Colas vor allen Dingen. So viele brauchen wir nicht dabei. Nein. Nein. Falscher Knopf. Mal wieder. Psychos. Nutze ich eh nie so ein Kram. Okay. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Wesentlich besser. Ach, schon wieder so viele Stimpacks hier. Meine Güte. Guck mal, jetzt wird hier schon mal ein bisschen besser. Meine Güte. So. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch mal zum Kochtopf. Und zwar... Ah, hier hätten wir jetzt das ganze... Dreckiger Ödländer, was ist denn das? Was ist denn dreckiger Ödländer? Achso, das Zeug. Jo, und jo. Sonst noch was? Gegrillte Radkakerlage. Squitch, Squatsch, Squutsch. Mal gucken mal, hier lässt sich wirklich noch ein bisschen was machen. Was haben wir denn sonst noch hier so? Na, Holz ist egal. Öl. Wasser. Nö, sieht gut aus. Suppen. Radhirschfleisch und Flaschenkürbis. Müssten wir sogar eigentlich haben. Naja. Reicht erstmal. Aber jetzt hier nicht schon wieder die ganze Zeit produzieren und machen und tun. So, Tür zu. Und kurz überlegen. Hier sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Jetzt könnten wir eigentlich nochmal das Waffenrad überprüfen. Favoriten. Ja, 5 von 6 ist jetzt leer. Nein. Das heißt... Wo ist unser... Da. Packen wir dann nämlich mal auf 5. Und dich auf 6. Oh. Das war ja eigentlich... Warte mal. Ich muss mal eben kurz umsortieren. Es tut mir leid, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen blöd für euch.
Aber auch das muss mal sein. Ich habe nämlich schon des Öfteren das Problem gehabt, nicht richtig heilen zu können. Hallo? Jetzt? Ganz einfach, weil die Heiltaste zu weit weg war. Und das ist ein bisschen blöd. So, Nummer 7. Dann machen wir nämlich auf die 1. Unser Stimpack. Auf die 1. So. Gut. Alles klar. Karte. Wir sind sogar inzwischen richtig gut rumgekommen. Ich mir das gerade mal so angucke. Haben wir schon ein bisschen was gesehen hier, ne? Da hinten wollen wir hin. Können wir da hinreisen? Nein. Markt. Da möchte ich hinreisen. Nicht direkt da so irgendwie drin. Das wäre schön. So. Hobbeli hopp, komm mal. Mach hin, ne? Ach, verdammt. Naja, mein Gott. Müssen wir halt nochmal rauslaufen. Okay. Ruhige Hand. Ist bestimmt bei Wahrnehmung oder Stärke. Oh, vielleicht sogar eher Stärke. Ich meine, so, wenn man sich so die Hand anguckt. Oder den Arm. So. Jetzt aber. Jetzt haben wir auch mal wieder ein bisschen mehr Platz. Und dann können wir doch auch mal ein bisschen länger durchhalten hier. Warum quietschst du immer? Geh doch mal weg. Doc, Mann. Was soll denn das? Muss man doch nicht direkt vor die Nase rumlaufen. Mhm. Aha, aha. Leere gewölbte Vase mit Weidenmuster. Als wenn das jetzt irgendwie sowas super spezielles, dolles ist. Naja. Oh, ich muss mich echt erstmal an dieses Looten jetzt gewöhnen. Naja. Das wird schon noch kommen, das wird schon noch kommen. Bum, 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 bum. Ja, komm, wir wollen uns jetzt nicht so viel mit Schnickschnack aufhalten. Da ist, okay. Erstmal abchecken, wo Duken wirklich ist. Was? Wie? Wo? Wann? Stationierungsstelle der Polizei von Boston. So, so. Geh doch mal aus dem Weg. Bowlingkugel. Plop. Wo ist denn jetzt diese Rationierungs... Ah. Ich sehe jetzt hier nichts Spezielles. Ah, ich dachte schon. Aber er hat uns noch nicht gecheckt. Au, 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 au. So, jetzt mal den falschen Knopf gedrückt. Der ist voll wütend. Aber auch schon so gut wie tot. Na, wo nehme ich jetzt? Da nehme ich an. Und? Was? Oh, tot. Was hat er jetzt? Noch im Agro-Modus. Ist das diese Rationierungsstation oder was? Scheint so. Ausrationiert. Mal so ein paar Splittergranaten. Nett. Eine funktioniert sogar noch. Nett, nett, nett. Dann gucken wir doch glatt mal. Fehlende Gegenstände. Wurden irgendwie immer Sachen geklaut. Da ist sogar ein Holoband, sehe ich gerade. Sichteinteilung. Schicht, nicht Sicht. Ja. Bla bla. Interessiert uns jetzt gar nicht. Wir wollen aber das Band haben.
D.E.T. McDonald. R.H. Detective, würde ich sagen. D.E.T. Dass hier alles auch immer so blöd abgekürzt sein muss. Da. Dieser Drecksack Sergeant Rice hat mich dabei erwischt, wie ich mich im Lagerhaus umsehen wollte. Und das Arschloch hat tatsächlich seine Waffe auf mich gerichtet. Sieh mal, Perry. Ich weiß, dass ihr beide zusammen aufgewachsen seid. Aber ich sag dir, der Kerl hat Dreck am Stecken. Und ich brauche bei der Sache deine Unterstützung. Diese Rationskisten sind nicht einfach von selber verschwunden. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie zu den Leuten kommen, die sie brauchen. Mach ihm einfach ein wenig Druck, okay? Sorg dafür, dass er dich in die Lagerhalle lässt. Und schau dich um. McDonald, Ende. Moment. Lagerhalle? Lagerhalle? Ich habe mich eben schon gefragt, wo die Sachen sein könnten. Ist das hier gemeint? Also man kann reinlugen. Das sieht nach einer Lagerhalle aus. Map. Ja. Da. Jetzt. Und nu? Moment. Aha. Ich glaube, wir müssen da irgendwie hoch. Die Frage ist, wie? Gute Frage. Gute Frage. Wie kommen wir da hoch? Ach so. Kein Problem. Ein bisschen Anlauf. Ohne Anlauf. Auch wieder logisch. Da geht's auf jeden Fall rein. Da sind wir nicht klein genug für. Und nu? Ah, so. Hopp. Und hopp. Und hopp. Perfekt. Drin sind wir. Was haben wir denn hier so Feines? Was bist denn du? Überseekoffer-Experte. Kein Problem. Arf. Na? Da oben irgendwo. Na, also auf der Mitte. Oh, fast. Okay. Leicht rechtslastig. Das war doch mal nett. Repetiergewehr. Eine Mündungsbremse. Mhm. Interessant. Das war schon mal gar nicht so schlecht. So. Alter, habe ich mich gerade verjagt. Oh fuck, da ist ja noch eine. Und noch eine. Aua. Du dann für eine blöde. Aua. So, jetzt. Ich komme hier gerade noch nicht mehr richtig mit der Steuerung klar. Was ist mit der? Die ist da hinten. Die kriegt noch einen Headshot. Und annehmen. Ciao. Komm schon. Wunderbar. Die andere. Hat. Wie hat das denn jetzt gemacht? Ich war doch eben noch da drüben. What the fuck? Blöde Viecher. Ah, okay. Ihr habt mich echt ein bisschen verjagt. So, jetzt müssen wir bei ihm nochmal hier ein bisschen was einschmeißen. Geht das ja nicht. Okay. Das ist der Service-Tunnel für die eine Quest. Mit den Ghoulen. Jetzt drücke ich andauernd die falschen Knöpfe. Das ist schon mal gut. Jetzt kann Doc mal endlich rein. Oh. Fire Rescue. Okay. Können wir den hier eventuell anstellen? Gucken wir mal. Bin ich ja mal gespannt. Polizei snüffelt.
Ja. Egal. Interessiert mich jetzt nicht. Lieferaufstellung. Lebensmittel, Medizin, Alkohol, Tabak, Textilien, Kühlmittel. Naja. Das sieht doch gut aus. Was haben wir denn hier? Techniker, Robolizenz, bla bla bla. Laden inaktiv, mit Terminal verbunden. Persönlichkeitsmodus. Rechtsvollzug, Erste Hilfe, Konstruktion. Ich würde sagen, Erste Hilfe. So. Ja. Und dann zurück und aktivieren. So, zeig mal her. Nee. Hallo. Patient benötigt offenbar einen Leichenwagen. Einen Leichenwagen. Na, was macht er jetzt? Den jetzt auf? Oder was hat er jetzt vor? Nee. Oder doch? Was macht er denn jetzt? Nee, latscht hier noch rüber. Bewahren Sie im Fall einer Verletzung Ruhe. Geil. So, lasst uns mal eben kurz gucken, ob das eventuell hier... Was ist denn das mit dem Tunnel? Steht hier so gar nicht. Doch, hier. Was ist das? Gute Frage. Gute Frage. Was ist denn das für ein Tunnel? Wie heißt der? Service-Tunnel. Eine sehr gute Frage. Vielleicht sollte man... Hä? Ja. Okay. Na gut, dann werden wir einfach mal so reingehen. Oder? Bin mir nicht sicher, aber wenn wir da jetzt nicht reingehen, dann verchecken wir das Ding wahrscheinlich. Wer weiß, was da dran ist. Zumindest sollten wir reingucken. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Wow! Was bist du? Ach, eine Radkakerlake. Leuchte Rad. Okay. Kenne ich gar nicht so. Why not? Ja, sollte man natürlich auch treffen. Au. Doc, helf mal. Danke. Okay, ein Schuss reicht eigentlich. Naja. Egal. Was haben wir denn hier sonst noch so? Ah, siehst du mal? Meine, deswegen hat es sich doch schon gelohnt. Was ist hier? Oh. Wer bist denn du? Tollwütige Maulwurfsratte. Aha. Pow. Weg ist sie. Mal kurz. Wow. Sind schon geil, wollte ich gerade sagen. Mann, 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 fackelt hier auch noch alles ab. Ist das hier echt nichts? Negativ. Oh, oh, oh. Ich hoffe, das kommt hier nicht nochmal, dieses Feuer. Ah, dieses Licht ist auch echt merkwürdig. Doc, geh weg. Weiß doch, dass du nicht im Weg rumsitzen sollst. Was ist das denn? Irgendwie von da drin wahrscheinlich. Oh, das ist eine Werkbank. Oh, geh doch mal weg. Zu gut geschützt. Möb. Na toll. Ein Holoband. Wir müssen mit Perry reden. Dein Partner steckt ständig seine Nase in Dinge, die nichts angehen.
Mich interessiert es nicht, ob er ein Bulle ist. Wenn er weiter um die Gleise herumschnippt, erwischt ihn jetzt zu. Ist das klar? Okay, wir haben das Zeug runter in die Versorgungsschächte gebracht, aber ich möchte es echt endlich verkaufen. Und keine Ausreden mehr von wegen schwierig loszuwerden. Die Leute werden eine Menge dafür blechen. Okay. Ach, scheiß auf Terminal. Kommt man ja auch so ran. Oh. Nice. Gesichtsinfizierung freigeschaltet. Okay. Das ist doch schön. Oh, wir sind wieder. Patronenbänder. Okay, hinter der Tür ist irgendwas. Da ist auf jeden Fall was. Ja, da sind Ghule. Aha. Du Depp. Oh. Kannst du da nichts gegen tun? Das tut mir jetzt aber nicht leid. Finde ich gerade sehr gut sogar. Boah, hier ist ja geil. Siehst du mal, hat sich richtig gelohnt, hier runter zu gehen. Oh ja. Aber hallo. Ich bin hier doch nur wieder runter. Hallo. Ich komme hier nicht mal runter. Ist das ernsthaft? Ah. Warum auch immer. Oh. Was ist denn da drin? Seht ihr das? Guckt mal. Was ist denn das? Ha! Whisky! Einfach mal so versteckt. Haben wir hier noch was? Was ist das? Essen. Geil. Moment mal. Moment jetzt mal, ne? Den können wir nicht nehmen. Auch nicht. Den aber. Da ist nix. Kann weg. Was ist damit? Auch nix. Eine Laborstation. Das ist die erste, die wir zur Verfügung haben. Kann das sein? Sehen wir uns aber trotzdem mal eben kurz ein bisschen was schauen. So, einmal nochmal hier was fressen. Kann noch mal überlegen. Genau, die Dings waren das. Das haben wir noch nicht gehört. Jack, hier spricht Perry. Was dauert denn so lang, Cousin? Du hättest in der Zeit schon mehr als die Hälfte von diesem Zeug wegschaffen sollen. Mir macht dieser scheinheilige Pisser McDonald hier ordentlich Druck. Partner, von wegen. Wir müssen das Zeug hier rausschaffen und aus der Stadt verschwinden, bevor Rice es mitbekommt. Sollte er Vollidiot auf den Kopf dafür hinhalten, dann kommen wir in einer Woche oder so wieder und sagen, dass unsere Oma unten in New York krank war. Sorg auf jeden Fall dafür, dass du heute Abend bereit bist und... Wer ist da? Zeig dich, Arschloch! Hört ihr das? Was ist das? Alter! Was waren das jetzt denn für Geräusche? What the fuck? War das Doc? Ich meine, er hat auch Geräusche gehört und wir hören jetzt auch Geräusche. Okay. So, was war jetzt das andere? Mike Pike Tunnel Passwort. Okay. War da nicht noch eins? Das hier? Wir müssen mit Perry reden. Sein Partner steckt ständig seine Nase in Dinge, die nichts angehen. Mich interessiert es nicht, ob er ein Bulle ist. Wenn er weiter um die Gleise herumschnüffelt, erwischt ihn der Zug. Ist das klar? Okay, wir haben das Zeug runter in die Versorgungsschächte gebracht, aber ich möchte es echt endlich verkaufen. Und keine Ausreden mehr von wegen schwierig loszuwerden. Die Leute werden eine Menge dafür blechen. Nee, ich glaube, den kannten wir schon. Das heißt, wir müssten den da oben nochmal. Den hier. Drecksack Sergeant Reiser hat mich dabei erwischt, wie ich mich im Lagerhaus umsehen wollte. Und das Arschloch hat tatsächlich seine Waffe auf mich gerichtet.
Sieh mal, Perry, ich weiß, dass ihr beide zusammen aufgewachsen seid, aber ich sag dir, der Kerl hat Dreck am Stecken. Und ich brauche bei der Sache deine Unterstützung. Diese Rationskisten sind nicht einfach von selber verschwunden. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie zu den Leuten kommen, die sie brauchen. Mach ihm einfach ein wenig Druck, okay? Sorg dafür, dass er dich in die Lagerhalle lässt. Und schau dich um. McDonald, Ende. Das kannten wir doch aber auch schon. Ich habe jetzt zwischendurch noch mal geguckt hier. Das vielleicht gesehen. Wir sind bei dem Tunnel angekommen. Das heißt, hier müssten wir quasi so oder so eigentlich hin. So, Tunnelpasswort haben wir. Ich wollte jetzt aber noch mal eben wegen Holoband gucken. Nö, das waren sie jetzt alle. Okay. Düdelüt. Ja. Dann öffne mal. Ich möchte die Kuhle töten. Zack. Werden geöffnet. Aktiv. Und auf. Wunderbar. Da kommen wir dann jetzt auch zu den Schweinchen hin. Okay, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Nein! Das war jetzt überhaupt nicht der Plan. Erstmal links oder erstmal rechts? Erstmal links. Erstmal links. Ein Knochen. Trau der Sache hier nicht. Ja, da ist doch schon einer. Ach, komm hier, Headshot. Annehmen. Treffen sollte man schon. Na, komm. Ah. Gerade. Was ist denn jetzt eigentlich? Oh, ätzend. Der Nahkampf. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Ja, gute Frage, ne? Wo ist ein Nahkampf? Auto laufen? Ja, gute Frage. Sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ist auch erstmal da vielleicht? Nee, das war der Granatenknopf. Okay, ich lasse das rumgefummeln. Man sollte lieber einfach gucken. Das ist, glaube ich, echt ein bisschen schlauer. Oh, guck mal da hinten. Da ist das schon wieder einer. Wow. Ist direkt zerlegt. Guten Tag. Na? Da kriegst du hier ein bisschen Beinschorn. Bam, bam. Oh, hast du kein Bein mehr. Oh. Haha. Gefinished von Dog. Tja, Pech gehabt. Blödsack. Vorsicht, wieso Vorsicht? Irgendwas ist doch hier. Gucken wir gleich. Gucken wir gleich. Was war jetzt? Da. Pow. Oha. Oha. Tja. So viel dazu. Was ist denn hier? Aha. Oh Gott. All are welcome. Warte da. Nee. Eigentlich. Komm schon. Genau. Wenn ich. Wer ist denn. What the fuck? Was ist denn hier nur los? Wer ist hier willkommen? Bin ich ja mal gespannt. Das wirkt doch hier alles schon wieder ein bisschen crazy. Ich hoffe, du warst das jetzt, Doc. Man sollte, glaube ich, mal speichern. Nur so nebenbei. Okay, erstmal die obere Ebene klären, würde ich sagen, bevor wir irgendwie tiefer gehen. Na gut. Das sieht doch schon noch geklärt aus. Kommen wir hier hin? Commonwealth. Wolf. Das Commonwealth. Oh. Map. Was ist es? Danny Boy Äpfel. Naja. Okay, okay, okay. Also doch runter. Na gut. Na gut.
noch irgendwas? Nö. Was ist denn der Ghoul? Ah. Weidematsch. Vermute ich jetzt mal. Oh. Ne, das sind Puppen. Lass mich nicht flachsen. Das ist ein echter. Aha. Können wir das andere Bein auch noch wegschießen? Na gut. Ich hab's ja eingesehen. So, aber wo ist denn jetzt der zweite? Da war doch noch ein zweiter. Hm. Was denn den zerlegt? Hm. Gute Frage, ne? Oder war es doch der erste? Anscheinend der erste, der fehlt. Ha. Ah ja. Dann ist es so. Spachtel. Krach. Na, stirb einfach. Dann kommt auch. Mach den Rest. Have fun und so. Bin gerade die ganze Zeit überlegen, was wir jetzt skillen sollten. Ob wir jetzt wirklich schon Hacken nehmen? Also aktuell möchte ich jetzt einfach ein bisschen abwarten. Und gucken, was jetzt passiert quasi. Was als nächstes gebraucht wird. Ist schon tot? Okay. Ich war mir nicht sicher. Aber dem geht's nicht so gut. Kannst du mal wegkommen da bitte? Nein. War das nicht gedacht? Hallo? Ja, toll. Hängt er mit dem Kopf im Eimer. Mann. Geht's doch schon nicht gut. Ich wollte die scheiß Dose aufheben. Die hat er jetzt sogar aufgehoben, oder was? Jetzt mal aufhören, da so komisch rumzubaggen. Komisches Ding. Da ist die Dose. Oh, schon wieder. Jetzt gib mir diese Dose. Mann. Blöde Wasserblöde. Waren wir hier? Hä? Ach ja. Okay. Und hier sind wir gekommen. Alles klar. Das ist doch schon mal schön. Wenn sich das alles ein bisschen zusammenfügen tut. Oh, guten Tag. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Tag. Da zerfällt er. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt erstmal hier. Da wird geballert. What the fuck? Was ist das für eine Gun? Ups. Aha. Ja, schau mal einer, guck. Ja, dann gib ihm. Au. Gleich fast kaputt so. Fehlt nicht mehr viel. Tot. So viel dazu. Hab ich jetzt aber auch noch eine Gun gesehen. Oder? Ist das noch eine? Dann müssen wir die Splittermine noch mal kaputt machen. So. Das hat trotzdem ganz schön viel getan. Scheiße. Was ist denn das? Hm, keine Gun. Na gut, ey. Wenn das keine Gun ist, dann ist das halt keine Gun. Hm. Trau der Sache trotzdem nicht so ganz. War ja wohl ein Raider-Ding. Ah. Oh, okay. Im Rollstuhl. Wie geil. Ja, nee, ist okay.
Müssen wir gleich mal gucken, was da oben steht. Gar nicht. Ah, hätte gedacht, dass sie da vielleicht irgendwas hinschreiben. So nach dem Motto, verpisst euch. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wow. Das war jetzt schon wieder haarig scharf. Ich immer mit den Minen, ne? Ich merke schon, ich werde irgendwann durch die Minen sterben. Definitiv. Aber zu 100%. Okay, vielleicht sollten wir mal anfangen zu schleichen. Ich glaube, dass hier jetzt bald irgendwas kommt. Ach, das ist ein toter Raider. Glaube ich, Raider, ne? Sieht nach Raider aus. Jo. Raider Psycho. Wie hat denn der das Bein verloren? Was ist mit dem passiert? Also, was mich halt wundert, ist, dass die Gun halt noch steht. Klunk, klunk. Lass uns mal die Knochen mitnehmen hier. Haben sie flankiert? Und die Gun haben sie dann einfach ignoriert? Scheint so. Es ist ja höchst mysteriös, was hier passiert ist. Hallo? Ist auch nix. Ich verstehe es nicht. Knochen. Ganz viele Knochen. Ja, damit. Ja, ich glaube, wir haben auch genug von den Dingern. Okay, also hier haben sie gepennt. Also sollten wir doch nochmal ruhig sein. Oh. Fast übersehen. Aber sonst scheint hier jetzt auch schon wieder nichts mehr zu sein. Nö. Hier ist schon wieder ein Ausgang. Okay. Was auch immer hier passiert sein mag, ne? Her, komm. Was hier auch immer passiert sein mag. Wir werden es wohl nicht rauskriegen. Da ist auch noch was. Komm, Wolf. Mal jetzt die Waffe weggepackt. Hallo? Lass mal die Waffe wieder rausholen. Hä? Was ist denn jetzt los? Okay. Ja, ne? Ihr seht ja, jetzt ist gerade irgendwie ein neues Problem aufgetreten. Wir haben keine Waffe mehr. Hä? Sehr irritierend. Jetzt ist es wieder gut. Sehr irritierend, das Ganze, ne? Guck mal, haben wir die eben schon. Nee, die haben wir sogar übersehen. Alles wieder gut. Naja. Okay. Nichtsdestotrotz. Oh, hier ist sogar noch ein Terminal. Aber wir sind jetzt erstmal am Ende dieser Folge angekommen. Terminal werden wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Und dann auch noch den Rest dieses Tunnels hier. Ich würde mal sagen, aufräumen. Und ja. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, bis dann!